Die 24. Olympischen Spiele starten endlich auch in der von uns so lange erwarteten Disziplin im Olympischen Turnier Eishockey der Männer zum Auftakt. Die russischen olympischen Athleten gegen die Schweizer Nationalmannschaft. Und damit herzlich willkommen zur ersten Partie von hoffentlich vielen spannenden Partien. Ich freue mich sehr, auch in diesem Jahr Olympia für euch in dieser Prediction kommentieren zu dürfen. Und ja, ihr fragt euch, Russland gegen die Schweiz, es sind nicht die 100% kompletten Kader. Ich habe angefangen, ich hatte die Schweiz komplett, ich hatte Deutschland komplett, ich hatte Dänemark komplett. Und dann ging es hier weiter mit den russischen olympischen Athleten. Und da ist es dann einfach unfassbar schwer gewesen. Die komplette Mannschaft, fast ausschließlich aus der Continental Hockey League. Und da ist es dann einfach auch ein Zeitfaktor für mich gewesen, die Spieler zu erstellen, zu designen, zu editieren und. Ein Ding der Unmöglichkeit leider. Also, dann habe ich entschieden, ich kann die Schweizer Mannschaft so nicht lassen. Ich kann die deutsche Mannschaft so nicht lassen. Ansonsten wäre man nicht konkurrenzfähig gewesen. Im Gegenzug gegen die anderen top ausgestatteten Mannschaften, die DEL-Spieler bzw. die deutsche Mannschaft, die waren hervorragend zu editieren. Also da war es wirklich super cool zu machen. Aber leider, so ist es nun mal. Und ja, dementsprechend gehen wir trotzdem in die Prediction. Die Teams also mit den entsprechend besten personellen Einstellungen, die man zu bieten hat für das entsprechende Land bei der WM. Da will ich dann drauf gucken, dass die stimmt. Da habe ich dann auch entsprechend Urlaub. Da kann ich dann auch entsprechend die Zeit aufwenden. Bei Olympia war es mir leider nicht möglich, sonst brauche ich schon 4 Wochen Urlaub für 2 Wochen Olympia und 2 Wochen Eishockey-WM. Und bei 6 Wochen Urlaub bleibt dann tatsächlich relativ wenig. Also nichtsdestotrotz, es sind die 24. Olympischen Winterspiele. Zweimal sind sie bereits in ihrer Geschichte ausgefallen, nämlich 1940, damals in Sapporo, St. Moritz und Garmisch-Partenkirchen hätten sie stattfinden sollen, also auch in Deutschland. 1944 dann in Italien, Cortina d'Ampezzo. Und beide Male aufgrund des Zweiten Weltkriegs ausgefallen. Erstmals die Olympischen Winterspiele in Chamonix. Und das war 1924 in Frankreich. Und 2026, da steht es ja auch schon fest, die Olympischen Winterspiele in Italien, in Mailand, Cortina d'Ampezzo. So ist es also. Wir haben hier den Auftakt zwischen der Schweizer Nationalmannschaft und dem russischen Olympischen Komitee, kurz ROC. Und es ist die 30. Begegnung zwischen beiden Mannschaften insgesamt auf internationaler Bühne. 21 Mal gewann bislang Russland, 6 Mal gewann die Schweiz, 2 Mal gab es tatsächlich auch das Unentschieden. Und da ist die Führung durch Kirill Kaprizov für Russland 1:0, also nach knapp einer gespielten Viertelstunde. Und man muss aber auch mal die letzten Duelle sehen. Von den letzten 5 Duellen gewann die Schweiz sage und schreibe 4 Duelle insgesamt. Das letzte am 14.11.2021 mit 3:2. Hier allerdings jetzt Russland durch Ivan Babaschew mit 2:0 in Führung. Das waren ja 2 schnelle Tore, da hat man direkt nachgesetzt nach diesem 1:0, konnte aufschließen und Babaschew also für Russland erstmal zwischenzeitlich zum 2:0 für die russischen olympischen Athleten. Also jetzt haben wir den Spielstand, der natürlich für die russische Delegation absolut auszeichnend ist. Schweizer Andriy Ghetto versuchen da nochmal vor der Pause ranzukommen. Wir haben heute zum Auftakt 2 Spiele. Heute in diesem ersten, ja, in diesem ersten Tag. Weiter geht's nachher mit Dänemark gegen Tschechien. Auch die Vorrunde der Gruppe B. Morgen dann 2 Partien der Gruppe C. In aller Herrgottsfrüh 5:10 Uhr und 9:40 Uhr unserer Zeit. Und die deutsche Mannschaft morgen um 14:10 Uhr zum Auftakt gegen Kanada. Hier steht es 2:0. Es sind
12 Mannschaften bei diesem Turnier, bei diesen Winterspielen. Es sind Kanada, Russland, Finnland, USA, Tschechien, Schweden, Deutschland, die Schweiz, Slowakei, die Volksrepublik China als Gastgeber, Dänemark und entsprechend Lettland. Also, das sind die Mannschaften, die hier bei diesen Olympischen Spielen teilnehmen werden. Russland gegen Deutschland, das war ja das Finale 2018, als die deutsche Mannschaft haarscharf an olympischem Gold vorbeigeschraubt ist. Nichtsdestotrotz, hier will man wieder Gas geben. Ganz einfaches System, 3 Punkte für den Sieg, 2 Punkte nach Sieg in Overtime oder Penalty schießen, 1 Punkt nach Niederlage eben dasselbe oder 0 Punkte logischerweise nach 60 Minuten bei Niederlage. Qualifizieren tun sich auf jeden Fall die drei Erstplatzierten der Gruppe A, B und C fürs Viertelfinale. Die jeweils Zweitplatzierten spielen in einer Setzliste dann entsprechend um den Einzug ins Viertelfinale. Oh, da ist die Schweiz, die den Anschluss macht. Nino Niederreiter bringt die Schweizer Mannschaft wieder zurück. Und damit ist die Schweiz wieder dran. Also die Gruppenersten, ich habe es falsch erklärt, die Gruppenersten automatisch im Viertelfinale. Der beste Gruppenzweite ist automatisch im Viertelfinale. Und die restlichen 8 verbleibenden Mannschaften spielen entsprechend einer Setzliste dann um den Einzug ins Viertelfinale. 4 weitere Viertelfinalteilnehmer haben wir, dann haben wir 8 eben entsprechend. So ist es dann auch richtig erklärt. Sergachev, da ist Sub, noch einmal die russische Mannschaft. Und ich freue mich einfach, ihr dürft mir gerne auch eure Tipps in die Kommentare schreiben. Was glaubt ihr, wie weit kommt die deutsche Mannschaft? Und da war das Tor sperrangelweit offen. Der Schiedsrichter zeigt es allerdings sofort an. Da war wohl die Torhüterbehinderung. Hier war auf jeden Fall der Spieler am Torhüter dran. Und dementsprechend dürfte der Treffer nicht zählen und es müsste Bulli in der Neutral Zone geben. Genauso ist es. Und es bleibt aus Schweizer Sicht beim 1:2. Bei den Olympischen Spielen, es ist die 18. Teilnahme für eine Schweizer Delegation bei Olympischen Spielen. Die erste war 1920, damals bei den Sommerspielen. Zweimal gewann man die Bronzemedaille bislang, 1928 und 1948. So sieht es aus. 2018 erreichte man den 10. Rang. War nicht zufriedenstellend. Man ist immer so um diesen Dreh. 8., 10., 6. war man 2006. 1994 und 1998 nicht qualifiziert für die Olympischen Spiele. Russland mit der 23. Teilnahme seit 1993 mit dabei. 93, 2008, 2009, 2012 und 2014 bei Weltmeisterschaften entsprechend Gold geholt. Hier allerdings die Schweiz erstmal mit dem Ausgleich. 3:44. Und damit ein 0:2 wieder wettgemacht. Die Schweizer Mannschaft kämpferisch, die Schweizer Mannschaft. Also entsprechend, ja, jetzt mit dem Ausgleich. 7. Teilnahme bei Olympischen Spielen für diese Mannschaft aus Russland. 2018 holte man eben als die olympischen Teilnehmer die Goldmedaille. Ansonsten 1998 noch entsprechend Silber. So der aktuelle Stand bei Olympischen Spielen der russischen Mannschaft. 40 Minuten sind vorbei. Und nach 40 Minuten steht es 2:2.
zwischen Russland und der Schweiz. Das erste von zwei heute zu spielenden Turnieren, Partien in diesem Turnier. 10-5, also die Schweiz ist ordentlich offensiv geprägt. Man hat im Mittelabschnitt jetzt deutlich mehr rausgeholt. Und das spiegelt auch so das Kräfteverhältnis der letzten Spiele, ja, der letzten zweieinhalb, drei Jahre zwischen der Schweiz und Russland wieder. Also die Schweizer, die können gut mit diesem russischen Team umgehen. Man hat bislang einiges entgegenzuwerfen, lediglich am 29. Mai. Und das war just bei der Eishockey-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr. Dort gewann Russland am Ende mit 4:1 über die Schweiz. Und hier erzielt Nikita Kucherov die erneute 3:2-Führung für das Russisch-Olympische Komitee. Und wenn wir nochmal ganz zurückgehen, Schweiz gegen Russland, wenn wir uns da erinnern, 29. Mai 2021, da war das eben das Spiel in der Gruppenphase, als man entsprechend unterlag. Nico Hischier erzielte den Ehrentreffer der Schweizer in der 49. Minute. Am Ende gewann Russland, wie gesagt, mit 4:1. Bei der WM 2021. Timo Meier mit der Drehung, mit der Gelegenheit. Aber Wasilewski ist zur Stelle. Heute dann eben noch Dänemark gegen Tschechien. Und da haben wir erstmal Ginoni mit dem Save. Die Slider habe ich wieder entsprechend eingestellt. War auch eine entsprechend harte Arbeit, dass die Slider so eingestellt werden können, dass auch Tore fallen, dass nicht zu viele Tore fallen, dass es spannend ist, dass es ansehnlich ist. Also das ist alles immer nicht so leicht. Und da ist erneut Russland, Artemi Panarin. Und sie erhöhen damit auf 4:2. Direkt vom Bulli weg, Provorov und Kuznetsov. Und dann die russischen olympischen Athleten wieder mit der 2-Tore-Führung. Jetzt allerdings wird es für die Mannschaft der Schweiz dann doch sehr, sehr schwer. Eben Tschechien und Dänemark hat man noch in der Gruppe. Rang 2 wäre eigentlich das Ziel, was man auf Schweizer Seite hätte. Denn da die Möglichkeit dann sich direkt fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Rang 1 wäre natürlich top. Aber dieses russische Olympische Komitee hat da natürlich entsprechend auch was mitzureden. In der Gruppe C, Schweden, Finnland, Lettland und die Slowakei. Und in der Gruppe A für die deutsche Mannschaft ebenfalls nicht gerade leicht. Die USA, Kanada und China noch mit in dieser Gruppe. Also auch da wird es für die Mannschaft um Toni Söderholm nicht wirklich einfach. Sven Bertschi versucht da nochmal die Schweizer ranzubringen. Aber jede Mannschaft erstmal jetzt mit 3 Partien. Und das bedeutet, 9 Punkte sind da maximal drin. Svechnikov, verdeckter Schuss. Und dann erhöhen sie auf 5:2. Unglaublich, Andrei Svechnikov. Und jetzt ist man auf und davon, nachdem die Schweizer Mannschaft dieses 0:2 hervorragend weggesteckt hat. Ausgeglichen hat, ist es jetzt umso schwerer, hier in den letzten 7,5 Minuten noch mal was zu machen, aber der direkte Gegenschlag. Und es ist Suter mit dem 3:5. Jetzt ist hier wirklich die Luzi los. Piusz Suter. Und der macht noch mal den Treffer für die Schweiz. Wahnsinn. Also, in diesem Duell ordentlich schon was los. Der Bertschi, schaffen es die Schweizer hier nochmal zurückzukommen? Ist hier noch was möglich? Das ist die große Frage. Hier bei dieser Auftaktpartie der 24. Olympischen Winterspiele. Es sind auch schon meine 3. Olympischen Winterspiele auf meinem Channel. 2014 in Sochi das erste Mal. 2018 in Pyeongchang in Südkorea das zweite Mal und jetzt dieses Jahr eben 2022 in Peking. Ich hoffe, dass ich 2026 ebenfalls wieder die Olympischen Winterspiele hier übertragen kann. Gestern
10 Jahre YouTube gefeiert. Also gestern am 7. Februar, am 8. Februar, Entschuldigung. Am 8. Februar 2012 damals kam mein erstes Video auf YouTube. Und seitdem her, ja, macht es mir einfach unglaublich Spaß. 10 Jahre YouTube, im Dezember hatten wir 5 Jahre Twitch. Lange Zeit, die vergangen ist. Lange Zeit der Entwicklung. Gestern auch entsprechend auf Twitch gefeiert. Und es war schon wirklich eine coole Sache, hier mit YouTube anzufangen. Da noch einmal die Chance für die Schweiz. Noch 40 Sekunden. Leeres Tor natürlich bei den Schweizern. 2 Tore Abstand. Da ist Sub. Ja, auf Jewgeni Makin. Der zieht am Tor vorbei. Halbe Minute noch. Also das wird auf jeden Fall die Auftaktniederlage für die Schweiz, leider. Hätte mich richtig gefreut, wenn die Schweiz im 6. Duell den 5. Sieg hätte einfahren können. Stattdessen Russland versucht hier den Empty Netter zum 6:3 noch unterzubringen. Sergachev auf Makin und dann endet diese Partie mit 5:3. Also, die Schweiz mit der Auftaktniederlage. Russland sichert sich die ersten wichtigen 3 Punkte. Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Später dann, wie gesagt, noch Dänemark gegen Tschechien. Schaltet auch da wieder ein. Ich freue mich drauf auf diese Olympischen Spiele hier auf diesem Channel. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.